ein bisschen Platz, ein bisschen Boden verloren gegen eine Ditashi Kambunchi, die da sicher in einer eigenen Liga laufen wird. Kambunchi von Jakowski, Flattich, Berteny. Die Positionen, die sind bezogen, aber Flattich mit einem guten Lauf. 13,63 für Ditashi Kambunchi. Dann auf Platz 2 ist es Selina von Jakowski und Kim Flattich auf Platz 3. 0,7 Meter Gegenwind. Das ist natürlich nicht ganz so schnell wie in Meilen, aber das war auch nicht zu erwarten. Die Temperaturen wieder viel kälter. Regenfall und auch Gegenwind. Die Zeiten, die sind da. Es gewinnt Ditashi Kambunchi 13,63. Selina von Jakowski 13,75. Kim Flattich 13,91. Larissa Berteny 14,20. Und Sandra Rötlin 14,57. Das die Zeiten dieses Laufs. Jetzt da bei mir Ditashi Kambunchi nach ihrem verregneten Lauf da in Zofingen. Ditashi nicht ganz so schnell wie letzte Woche in Meilen, wo es erst mal unter 13 Sekunden war. Liegt es an den Bedingungen? Ja, also jetzt kann man schon sagen, dass die Bedingungen sehr viel damit zu tun haben. Ich habe mich eigentlich recht gefreut auf den Wettkampf. Aber ja, eben, das Wetter hat halt jetzt nicht so mitgespielt. Ich habe mein Bestes gegeben und habe dann auch noch Staffel auf mich auf das. Das heisst, du läufst heute noch mal, hast nicht schon die Nase voll vom Regen, bist du noch motiviert? Nein, jetzt bin ich eh schon nass. Das ist sehr gut. Vielen Dank, dass du kurz Zeit genommen hast und viel Glück für die Staffel. Merci, merci vielmals.